So, da sind wir auch schon wieder. Und jetzt kümmern wir uns endlich mal darum, hier die Hauptstory voranzubringen, den Palantir zu sichern und mal voranzuschreiten. Der sehende Stein. Starten. Zeit wird's ja. Wir haben uns jetzt, weiß ich nicht, 10 Folgen oder so mit der Vorstadt aufgehalten. Müssen wir hier auch mal weiterkommen. Uns bleibt keine Zeit. Wir können nur das Nötigste mit uns nehmen. Wir nehmen alles mit. Idre, es müssen Opfer gebracht werden. Ich werde unser Vermächtnis nicht der Furcht opfern. Heda, wer bist du? Baranor, das ist der Waldläufer, von dem ich dir erzählt habe. Du hast für Minas Ithil viel Blut vergossen. Wir kennen nicht mal deinen Namen. Talion. Gondor dankt dir, Talion. Doch wir brauchen alle Krieger vorn am Tor. Nein, die Uruks wollen den Palantir und werden alles tun, um ihn zu bekommen. Wo ist er? Mein Vater hat ihn versteckt. Nichts ist sicher, ob versteckt oder nicht. Die Uruks werden die ganze Stadt auseinandernehmen, um ihn zu finden. Die Lage ist verzweifelt. Doch wir geben nicht auf. Wir werden standhalten. Wir müssen. Okay, eine kleine Erdbeben. In Deckung! Oh. Auf zum Tor! Ich muss das Tor schützen. Seit wann haben die denn Katapulte? Verteidige das Tor. Na gut, dann verteidigen wir halt das Tor. Ich lasse diese Stadt nicht fallen. Dann müssen wir den Palantir erlangen. Es ist der einzige Weg. Aua. Aua, aua, nein. Und ich bringe dann die nächste Bombe rein. Lass mich doch mal hier raus. Boah. Autsch. Ja, die Bomben sind schon echt fies, ne? Gib mir Leben! Gib mir Leben! Schön, wir können auch einfach hier stehen und die alle aufzehren. Schön, dass wir die mittlerweile mit einmal killen. Es werden weitere kommen. Wir müssen herausfinden, womit wir es zu tun haben. Hier entlang. Ulvidrö immer wieder. Yay. Von dort aus können wir die gesamte Unterstadt sehen. Ja, diese Bomben gehen mir auch im Kranz, ey. Komm, laufen wir ein bisschen schneller hier. Es ist nicht mehr weit. Nein. Oha. Aua, 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 aua. Kraux mit Katapulten, alles klar, Boy. Die Stadt hält nicht mehr lange. Ich übernehme die Belagerungsbestien. Baranor und ich kommen hier zurecht. Achso, das sind die bereits vorher erwähnten Belagerungsbestien. Wir müssen eine der Belagerungsbestien übernehmen. Schaden. Das dürfte interessant werden. Um sie zu brechen, trifft ihr vorne Schwachpunkte für zusätzlichen Schaden. Okay. Halte B gedrückt, um Belagerungsbestien zu beherrschen und zu reiten. Probieren wir es mal. Ach, geil. Mal sehen, was dieses Ding kann. Da kommen sie. Eine weitere Bestie ist in Reichweite. Zerstöre sie. Ja, Chaka. Okay, man muss damit echt ein bisschen vorhalten. Ja,
Gott ist sie dann so. Alter, dreht die sich lahm. Wir sind hier fertig. Wir können die Bestie nicht dem Feind überlassen. Schade, dass wir sie nicht mitnehmen können. Es ist eine fabelhafte Waffe. Ja. Schöne Waffe. Aber leider müssen wir sie tot machen. Tut mir leid, Grauk. Das sollte helfen. Das erreiche die nächste Belagerungsbestie weiter. Oh, neue Fähigkeit, Schattenspringen. Geil. Drücke für einen Doppelsprung beim Springen. Ah. So kannst du weite Abstände überschwinden oder im Sprung die Richtung wechseln. Du kannst dies auch nach dem Sprung von einem Vorsprung einsetzen. Geil. Okay, war ein bisschen zu früh eingesetzt. Müssen wir erstmal üben. Sollte Minas Ithil fallen, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie den Palantir besitzen. Ich hatte an Gondor gedacht. Okay, dieser Doppelsprung gefällt mir noch nicht so gut. Damit kommt man nicht so weit. Ich weiß, was hier zu tun ist. Wir sind sehr dicht reingesprungen gerade. Ja. So. Okay, war jetzt nicht die schönste Taktik, aber wir haben es. Weitere Angreifer, diese Horden sind schier endlos. Saurons Armee ist immens gewachsen. Auf herkömmlichem Weg ist er nicht zu besiegen. Wir müssen den Palantir bergen. Lauf einfach weiter! Warum geschieht das? Der hat eine Menge an Fußsoldaten. Okay, ciao Bestie. Wir haben sie zurückgedrängt. Vorerst. Ein weiterer Angriff wird sicher folgen. Oh, wir sollten in die Oberstadt zurück. Nach Idril und den anderen sehen. Krass, ey. Es reicht ihnen nicht, uns zu zerstören. Sie wollen unsere Geschichte auslöschen. Wenigstens haben sie nicht den sehenden Stein. Die Tore halten stand. Diese Relikte waren mein Leben. Mein Vater hatte recht. Wir müssen retten, was wir können, und flüchten. Ihr besitzt eine sehr wertvolle Waffe. Der sehende Stein verleiht euch Wissen über den Feind. Nutzt ihn. Das ist zu gefährlich. Der Palantir vergiftet die Menschen. Niemand widersteht seinem Einfluss. Ich schon. Das dachten schon viele vor dir. Wenn ich mich irre, werde ich scheitern wie sie. Aber falls nicht, dann siegen wir. Ich gehe zu meinem Vater und spreche mit ihm. Sie wird dich beim Wort nehmen, Waldläufer.
Gut. Dann versuchen wir mit dem sehenden Stein klarzukommen. Nice. Nice, nice, nice. Ufe 8. Du setzt viel Vertrauen in sie. Gib ihr Zeit. Bis dahin sollten wir zu Kankra zurückkehren. Ich brauche Antworten. Oh. Neues Gebiet freigeschaltet. Yay! Neues Gebiet freigeschaltet. Drücke LB, um das Auftragsmenü zu öffnen. Okay, LB. Klinge in der Dunkelheit. Kankra-Aufträge. Drücke A, um eine Klinge in der Dunkelheit als dein nächstes Ziel zu markieren. Der Ballant hier ist vorerst außer Reichweite. Echt? Aber vielleicht können wir Kankras Visionen dich leiten. Gut, dann nehmen wir das als Hauptmission, oder was? Drücke X für eine Schnellreise zum nächsten Ziel in Sirit Ungol. Drücke B zum Verlassen des Aufwands und Zurückkehr nach Minas Ithil. Ja, ich würde gerne nochmal kurz Minas Ithil gucken, ob wir da jetzt alles so weit schick haben. Wir müssen zu Kankra. Ihre Visionen können uns helfen. Wir brauchen den Ring. Ja, Freunde, Freunde, Freunde. Also so geil, wir haben auf jeden Fall diesen Doppelsprung freigeschalten. Wir können jetzt hier nochmal drücke A, während du schleichst, kurze Distanzen zu überbrücken oder Feinde in der Nähe sofort zu erreichen. Geil. Das gefällt mir ganz gut. Genau, Feuer, bla, Gesundheit abnimmt, okay. Was ist denn das hier? Brutale Aggression. Macht kann doppelt aufgeladen werden, was brutale Hinrichtungen freischaltet, die umstehende Feinde panisch in die Flucht treiben. Puh. Aua. Weiß nicht, ob das so toll ist. Aber ist wahrscheinlich gar nicht mal schlecht. Um einem auch ein bisschen Platz zu schaffen. Aber ich würde lieber erstmal ganz kurz das hier nehmen. Geisterhafter Sprint. Was hatte ich hier gerade? Lautloses? Hm. Man kann ja immer nur eine von den Dingern haben. Entweder lautloses Schleichen oder geisterhafter Sprint. Hm. Oder man macht hier die Terrorisieren. Finde ich auch gar nicht schlecht. Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Komm, wir heben uns den Punkt erstmal auf. Gucken mal. Achso, ja, wir haben einen Fähigkeitspunkt, das ist richtig. So. Haben wir denn... Okay, krass. Hier ist Kankra, oder was? Ich will erstmal wissen, ob wir hier alles... frei haben. Beziehungsweise will ich einfach nur die Karte aufrufen. Gebietskarte am besten. Genau. Guck mal hier zum Beispiel. Was ist denn das alles? Verlorenes Artefakt. Berge alle Artefakte, um die Geschichte Gondors zu bewahren. In diesem Gebiet gesammelt. 0 von 11. Das heißt, wir müssten hier die Dinger nochmal einsammeln. Gott. Oder wir machen erstmal Story weiter. Ja, komm, wir müssen ein bisschen Story machen. So ungern ich hier irgendwas unkomplettiert lasse. Ich würde das Spiel ganz gerne 100% durchspielen. Habe ich mit dem ersten Teil auch gemacht. Wirklich das einzige Spiel, was ich durchgespielt habe. Und dann nicht nur Hauptstory, sondern sogar zu 100% durchgespielt. Das hätte ich bei dem auch ganz gerne vor. Da sollen wir hin, oder was? Wir können hier Schnellreise, da Schnellreise, dort Schnellreise. Da gibt es auch eine Armee. Oh. Okay, da gibt es einen bösen Overhörcher. Nein, falscher Knopf. Oh, ich will nicht mehr. Gut. Reisen wir da mal hin. Wird wahrscheinlich jetzt erstmal eine kürzere Folge und danach mache ich erstmal eine Pause. Möchtest du Gebiet für eine Schnellreise aufrufen? Ja.
So, hinter feindlichen Linien. Die Armeen von Cirith Ungol sammeln sich für den letzten Angriff auf Minas Ithil. Kankrate Informationen, mit denen du die Anführer der Ork-Armee finden und eliminieren kannst. Kehre zu ihr zurück und zerstöre Saurons Armee von innen heraus. Außenposten. Setze feindliche Außenposten außer Gefecht, um die gegnerische Stärke in einem Gebiet herabzusetzen. Besiege dazu den Hauptmann, der den Befehl über den jeweiligen Außenposten hat. Okay. Neue Aufträge jetzt verfügbar. Eieiei. Gut, wir sind in einem komplett neuen Gebiet. Monument, zerstöre das Stammesmonument des Oberherrn, zerstöre das Stammesmonument des Oberherrn. Wir sind Hedirs. Eieieiei. Okay, Hedir, dann Monument. Jede Menge Duelle. Okay. Wir sollen jetzt erstmal hier hin. Klinge in der Dunkelheit. Krass, Vision, alles klar. Krass. Hochburg, Dunkelstamm, Stufe 124. What? What? Zum Henker. Da ist ein Krauk, ne? Hey, so, wir können die ersten Informationen freischalten. Ich würde gerne mal. Okay, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Schade. Was sind das hier eigentlich alles? Achso, das sind die Außenpostenherrscher. Dann schalten wir doch die als erstes mal frei, ne? Wäre gut zu wissen, wo die sitzen, aber... Okay, ah, der sitzt da hinten, der hier vorne und der... da ganz hinten. Fangen wir doch erstmal mit... dem da an. Tugok, Ghoul-Hüter. Alles klar. Schön, wir dürfen uns hier, so wie es aussieht, gleich zu Beginn erstmal mit einem Kraub auseinandersetzen. Beziehungsweise setzt sich hier ein Graub den auseinander. Ushak. Der Grausame, okay. Oh, hallo Grauk. Ja, läuft ja schon mal hier. Ich wollte gerade sagen, wir halten einfach mal mit drauf, aber... macht der böse Aua. Hier erstmal schon wieder, oder? Ja, wunderbar. Mal ein bisschen aufgeräumt. Haben wir erstmal. Oh Gott, da kommen welche. Das stimmt. Wenn du dein Opfer nicht tötest, kannst du dich noch lachen. Ah, hier ist sogar ein Hedir gleich. Nein, hier schleicht keiner mehr. Was denn darauf? Hier schleicht doch keiner umher.
So, übernehmen wir erstmal den Heli. Und senken Saurons Macht hier ein bisschen. Zu sehen, was uns hier erwartet. Da gibt es schon mal Italien. Pandorisches Artefakt. Hügelgräber. Was, schon wieder Hügelgräber? Dorisches Artefakt. Tilin. Und Gondorisches Artefakt. Alles klar. Das kann ja ein Spaß werden hier mit den Artefakte sammeln und so, ne? Genau, Freundchen. Gib mir mal ein paar Informations. Ach, guck mal, von der haben wir jetzt auch schon den Namen zumindest. Aber ich wüsste ganz gerne erst noch von diesen Außenpostenanführern hier. Die will ich erstmal identifiziert wissen. Ja, neues Gebiet direkt erstmal wieder aus der Übung hier. So ist doch schön. Gut, Freunde. Aber an der Stelle mit dem Einzug in das neue Gebiet hier. Warte mal, das machen wir oben am Heldir. Beenden wir erstmal die Folge. Ich beende erstmal die Aufnahmesession. Waren jetzt, glaube ich. Ein paar Folgen waren es jetzt. Ja, auch nicht zu weit vorproduzieren. Und dann, ja. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn ihr mir ein paar Kommentare da lasst, wie es euch bisher so gefällt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.